Ich glaube, mit der Portion kriege ich, glaube ich, nur meinen Sohn satt. Und wir können einmal gemeinsam in den Ofen reinlegen. So, Buddies und Bunnies, herzlich willkommen auf dem Zack Plus Kanal zu Fress dich fit. Ich werde mit euch heute gemeinsam Proteinkroketten machen. Lockdown ist aufgehoben. Einige sind wieder ordentlich am Pumpen, ich sehe das, beobachte das, die kommen wieder langsam in Form rein. Und damit das weiterhin so bleibt, habe ich ein cooles Rezept für euch. Dieses Rezept habe ich von der lieben Alexandra aus Berlin. Grüße gehen raus, die ist aus der Zack Plus Community, gehört zu der Zack Plus Army. Sie hat mir das geschickt und ich fand das einfach mega geil. Das ist die perfekte Beilage, ja, jetzt im Sommer, um die Gains zu safen, diese Proteinkroketten. Dazu benötigen wir Zack Plus Whey Neutral, eine Handvoll gekochte Kartoffeln, dann habe ich Gewürze, ihr könnt das natürlich auch unterschiedlich würzen, wie ihr das gerne hättet. Ich habe jetzt hier genommen Paprikapulver, Pfeffer, Salz. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen Petersilie reinmachen, vielleicht ein bisschen Dill, schaut einfach, worauf ihr Lust habt. Wir benötigen auf jeden Fall einen Backofen, einen Gefrierbeutel und hier diesen kleinen Mixer. Und ich würde vorschlagen, wir fangen direkt schon an. So. Wir brauchen ein paar Kartoffeln. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Ich bin jetzt mittlerweile auch schön im Shape. Ich achte darauf, dass ich wieder ein paar schöne Cuts reinbekomme. Und da ist wirklich diese Beilage optimal. Und mich würde interessieren, was haut ihr oder was ist eure Lieblingsbeilage jetzt im Sommer, wenn ihr trainiert, ihr wollt ein bisschen definieren, abnehmen. Ihr könnt das gerne in die Kommentare reinknallen. Das würde mich mal interessieren. Ich denke mal der ganzen Zack Plus Community auch. Ich mache die jetzt nur hier ein bisschen klein. Die eine Kartoffel geben wir auch noch dazu. Dann haben wir hier die Gewürze. Ich habe jetzt mit Paprikapulver nicht gespart. Soll ruhig ein bisschen feurig sein. Und in der Hoffnung, dass sich die Wolken auflösen, dass wir hier wieder ein bisschen so Salzerfinden bekommen. Und dann natürlich das Eiweiß. Ich nehme jetzt hier nur einen Löffel auf der Menge. Ich weiß nicht, was sich Matthias dabei gedacht hat, als er mir diesen Mixer hier geschickt hat. Ich glaube, mit der Portion kriege ich, glaube ich, nur meinen Sohn satt. Wunderbar. Also ich finde diese Kroketten wirklich traumhaft und wunderbar, weil erstens die Nährwerte sind super, ja. Das andere, das ist wirklich ruckzuck auch easy zubereitet. Ihr könnt die Kartoffeln auch im Voraus kochen, ja, dann braucht ihr wirklich nur den Mixer, dann knallt ihr euch die immer ein paar rein, könnt ihr die wirklich täglich frisch machen. Dann benötigt ihr einen Gefrierbeutel. Wenn ihr das nicht habt, ist jetzt kein wirklich Muss, aber könnt ihr auf jeden Fall sauber damit arbeiten. Und für mich in der Küche, nicht nur in der Küche, Sauberkeit ist auch nur. Der hat so eine miese Ecke, der Beutel. Ah, ja, machen wir es immer durch. Wenn ihr das mit einem Gefrierbeutel macht, achtet darauf, dass wir nicht so eine Ecke haben, dass das so, sondern dass es komplett so abschließt. Einfach hier cutten und dann dürfte das kein Problem sein. So, dennoch haben wir jetzt sauber gearbeitet. Und wenn ihr das Ganze noch ein bisschen krosser haben wollt, könnt ihr jetzt gerne noch mal so Reismehl oder Maismehl drüber streuen. Das ist kein Problem, dann wird das Ganze schön crunchy. So, das Ganze geht jetzt im Ofen rein. Powerboost fertig. Ne? Das Ganze muss jetzt im Ofen. 160 Grad haben wir. Wir brauchen aber 190. Jetzt machen wir jetzt zack. Hier, das ist ja eine Technik. 190 Grad. Danke für die Küche, Matthias. Bester Mann. Da ist der Mixer jetzt auch nicht mehr schlimm. Die Küche hat wieder alles gut gemacht. Na Jungs, jetzt warten wir. Das Ganze bleibt jetzt so für 10 bis 15 Minuten im Ofen. Immer schön ein bisschen beobachten. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So Leute, damit die mir gleich nicht zu trocken sind, ich habe jetzt gerade kein Fleisch da, ich koche ja wirklich nur für euch und ich habe mir überlegt, ich mache jetzt noch schnell so einen Kräuterquark dazu. Ich habe hier ein bisschen Quark, werde ein bisschen Knoblauch runter machen, Petersilie und bedauerlicherweise, wirklich bedauerlicherweise, das hatten wir aber schon mal in einem Fress dich fit Folge gehabt, diesen Kräuterquark-Dip mit den Zack Plus Greens, der würde jetzt hier wirklich optimal dazu reinpassen.
Ja, wer nicht hören kann, muss fühlen, oder wer nicht nachdenken kann, muss ein bisschen fühlen. Und dann verzichten wir heute auf die Zack Plus Greens und machen einfach Petersilie mit rein, ein bisschen Knoblauch, aber auch schon ein bisschen Frische mit drin. Ja, und ist dann der ganze gleich nicht mehr so trocken. Aber ich habe jetzt hier ein bisschen Salz nur drüber gestreut, damit die Knoblauchzehe mir jetzt gleich nicht wegrutscht. So, kommt direkt da rein. Stimmt, Petersilie. Schön fein hacken, damit wir das gleich schön unterrühren können. Ihr könnt jetzt Petersilie, ihr könnt aber auch Schnittlauch nehmen. Da ist auch wieder euren Geschmack beliebigen Lauf gelassen. Ja? So. So, machen wir hier ein bisschen Salz. Ah, jetzt ein bisschen Kräuterquark. Und wir können einmal gemeinsam in den Ofen reinlegen. Ja, dann sagt ihr, wie sehen die aus? Wir können aber noch für 2 Minuten in den Ofen drin bleiben. Wir geben dem nochmal 2 Minuten. In der Zeit räume ich mal ein bisschen auf. Und dann werden wir soweit. So. Voilà. Das sieht doch gut aus. Duften auch gut. Wenn ihr das jetzt riechen könntet. Oder allein du, Matthias. Aber ich bin mir sicher, der Matze wird das zu Hause ausprobieren. Und ich hoffe, ihr natürlich zu Hause auch. Ich hoffe, dass ihr das auch natürlich zu Hause ausprobiert. Und ihr könnt uns das gerne in die Kommentare reinknallen, wie ihr die findet, womit ihr die gewürzt habt. Das wäre wirklich mega nice. Das wären die Zack Plus Proteinkroketten von Sandra, gemacht von Charo. Wir teilen das mit euch. Wenn ihr auch so tolle Rezepte habt, lasst uns das zukommen. Ich schau mal, was man daraus machen kann. Vielleicht landet auch dein Rezept hier auf dem Channel. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir lassen uns das jetzt, denke ich, schmecken, ne? Bismillah und rein damit. Oh mein Gott. Komm. Weißt du, Alper? Und was sagst du? Ich finde die super. Mach die öfter zu Hause.